Liste von Burgen und Schlössern in Niederbayern ist lang. Wir haben heute einige der prunkvollen Bauten im Rundflug zusammengefasst. Wir starten an der Burg Trausnitz in Landshut. Die oberhalb Landshuts gelegene und schon vom Weiten sichtbare Burg wird erst seit dem 16. Jahrhundert Trausnitz genannt. Sie thront über der Altstadt und bietet daher auch einen wunderbaren Blick auf die Stadt Landshut. Bis zum 17. Jahrhundert führte sie den gleichen Namen wie die Stadt selbst. Demnach sollte die Burg dem Land Behütung und Schutz gewähren. Heute führt der Rundgang die Besucher der Burg durch mittelalterliche Säle, wie die eindrucksvolle Gewölbehalle der alten Dürnitz, die Burgkapelle mit ihrem bedeutenden Skulpturenschmuck und die Flügelaltären der reichen Herzöge. Gewölbte Kabinette, vertäfelte Stuben und die berühmte Nahentreppe mit den monumentalen gemalten Szenen aus der italienischen Commedia dell'arte repräsentieren die Epoche der Renaissance. Krönender Abschluss der Burgführung ist der Blick vom Söller auf die Stadt. Die sogenannte Kunst- und Wunderkammer im Damenstock der Burg Trausnitz, ein Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums, erinnert an die große Sammeltradition der Wittelsbacher Herzöge. Im Damenstock, der den inneren Burghof im Nordosten begrenzt, befindet sich außerdem der Eingangs- und Kassenbereich mit Museumsladen. An den Rundgängen kann an allen Wochentagen von 10 bis 16 Uhr teilgenommen werden. Weiter geht unsere Reise in der Dreiflüsse-Stadt Passau. Auch hier thront die Westeroberhaus oberhalb der Stadt. Die Westeroberhaus ist eine Burg auf der linken Seite der Donau gelegen, gegenüber der rechtzeitigen Altstadt von Passau. Gegründet im Jahr 1219 war sie für die meiste Zeit die Burg und Residenz des fürstlichen Bischofs vom Hochstift Passau. Die weit sichtbare Inschrift 1499 auf der Fassade zeigt nur eines der Baujahre der bis 1800 immer wieder erweiterten Burg. Das Oberhausmuseum umfasst das Stadtmuseum, eine Gemäldegalerie und weitere Sammlungen mit Schwerpunkt auf Ostbayern und die Nachbarländer Böhmen und Österreich. Die Burg beherbergt daneben noch ein Restaurant, einen Aussichtsturm im sogenannten Observationsturm aus dem 18. Jahrhundert, eine Sternwarte und eine Jugendherberge im sogenannten Generalsgebäude von 1597. Von Passau geht unsere Reise weiter nach Regen. Auf dem mächtigen weißen Quarzfelsen hoch über dem malerischen Luftkurort Regen stehen die wildromantischen Reste der ehedem so bedeutenden Burganlage Weißenstein. Hoch ragt der Burgturm in den blauen Himmel. Von seiner Spitze aus bietet sich ein atemberaubender Fernblick über die Berge und Täler des Bayerischen Waldes. Doch es gibt mehr zu bestaunen. Der gläserne Wald und das fressende Haus, umgeben von einem einzigartigen Naturdenkmal, warten darauf, von ihnen entdeckt zu werden. Einst bot die mächtige Trutzburg Land und Leuten Schutz und diente als Ministerialsitz. Noch heute zählt die Burgruine Weißenstein zu den bedeutendsten Burganlagen in Ostbayern.
Schon von Weitem sind die Mauern der Burg zu sehen. Denn als die Grafen von Bogen um 1100 die Burg bauten, wählten sie den Ort geschickt. Die Burg thront auf rund 750 Metern Höhe, direkt auf dem weißen Quarzfelsen des Pfahl, der sich kilometerlang durch den bayerischen Wald zieht und in Weißenstein einer seiner höchsten Punkte erreicht. Viele Jahre hatte die Burg einst Angriffen standgehalten. Im österreichischen Erbfolgekrieg aber wurde sie 1742 nahezu dem Erdboden gleichgemacht. Nur wenige Gebäude, darunter der mächtige Burgturm, haben die Zerstörungswut überstanden. Ritter, Burgfräulein, Bogenschützen, Schwertkämpfer, Gaukler und Marktänder erinnern alle zwei Jahre beim großen Ritterspektakel an das Leben auf der Burg und die große Schlacht um Weißenstein. An der Burgruine Weißenstein stehen größere Sanierungsarbeiten an. Aufgrund dessen wurde der schöne Aussichtsturm bereits gesperrt. Bis auf Weiteres ist dieser also nicht zu besichtigen und nicht begehbar. Von Regen zurück in die Nähe von Vilshofen nach Hofkirchen. Die Burgruine Hilgertsberg ist die Ruine einer hohen Burg nahe dem niederbayerischen Markt Hofkirchen im Landkreis Passau. Die Ruine liegt ca. 3,2 Kilometer südöstlich von der Kirche St. Maria Himmelfahrt in Hofkirchen. Wo die Donau den Dungau verlässt und in das Durchbruchstal zwischen den Südausläufern des Bayerischen Waldes eintritt, erhebt sich hinter Hofkirchen an einem linksseitigen Steilhang die Ruine Hilgertsberg. Die Burganlage besitzt einen dreieckigen Grundriss. Von Nordosten gelangt man über einen Graben und durch einen Torbau in den äußeren Zwinger mit der gut erhaltenen mittelalterlichen Burgkapelle St. Georg, die 2003 grundlegend restauriert wurde. Die Kapelle ist an die Ringmauer angebaut. Durch einen Torturm gelangt man in den inneren Zwinger, durch einen weiteren Torturm in den Burghof. Hier wurde eine Freilichtbühne errichtet. In einer Ecke befindet sich ein tiefer Brunnen, der den Ausgangspunkt eines unterirdischen Ganges bildet. Er führt unter den Mauern hindurch in den äußeren Zwinger. Erwähnenswert ist auch die hervorragende Aussicht auf das Donautal. Die Burgruine Hilgertsberg ist außerdem ein beliebter Veranstaltungsort für beispielsweise Musicals, Theateraufführungen und Konzerte. Von Schloss Eck zur Burg Neunussberg. Die Burg Neunussberg ist eine heute nur noch als Ruine erhaltene Burg. Eine ehemalige spätmittelalterlich bis frühneuzeitliche Adelsburg befindet sich im gleichnamigen Kirchdorf Nussberg östlich von Fichtach. Erbaut wurde sie 309 von Konrad von Nussberger. Die Nussberger galten zusammen mit den Degenbergern bis zum Böcklerkrieg als eine der einflussreichsten Adelsgeschlechter im Bayerischen Wald. Alljährlich im Juli und August finden die beliebten Freilichtspiele der Burgfestspiele Neunussberg statt. Im Zentrum der Rittersatire mit Live-Musik steht der Aufstand der Bayerwaldritter, genannt Böckler, gegen Erzherzog Albrecht IV. Von Bayern.
Weiter geht unsere Reise zur Burgruine Haibach im Landkreis Straubing-Bogen. Imposant und stark ist die von 900 Jahren Vergangenheit geprägte Burgruine auf dem Hofberg in der Gemeinde Haibach schon von Weitem zu sehen. In Verbindung mit dem alten Rittergeschlecht von Haibecken wurde Haibach erstmals 1100 geschichtlich erwähnt. 1633, 1634 wurde die Burg im Dreißigjährigen Krieg durch schwedische Truppen zerstört. Danach aber wieder aufgebaut. 1986 wurde der Förderverein zur Erhaltung der Burgruine gegründet, da sie über die Jahre hinweg einen weitflächigen Verfall aufwies. Der Förderverein sanierte die Burgreste, vor denen auch heute noch stattliche Mauerreste zu sehen sind. Die von einigen Bürgern vor dem Verfall gerettete Ruine ist im Sommer Ort für Theateraufführungen und stimmungsvoller Treffpunkt zum Sonnwendfeuer. Von der Ortsmitte Haibach aus führt ein Naturlehrpfad, der sogenannte Haibeckenweg, zur Burgruine auf dem Hofberg. Das Stallgebäude wird seit 2005 als Museum genutzt. Zurück donauabwärts zur Burgruine Winzer. Die Burgruine Winzer, auch Burg Oberwinzer genannt, ist die frei zugängliche Ruine einer Gipfelburg auf einem 347 Meter über Normalnull hohen Hügel, dem sogenannten Schlossberg, über dem Markt Winzer im Landkreis Deckendorf. Der Ort Winzer wird bereits 1005 erstmals in einer Schenkungsurkunde erwähnt. Der Herzog von Bayern schenkte um 1009 den Besitz dem Bischof von Bamberg, dessen Ministeriale während des 11. Jahrhunderts dann zum Schutz des Gebietes die Burg Winzer auf schon früher besiedeltem Gebiet erbaute und sich Winzerer nannte. Von 1324 bis 1558 war die Burg im Besitz des Herrn von Puchberg und 1558 bis 1603 im Besitz des Herrn von Schwarzenberg. Otto Heinrich von Schwarzenberg, der unter allen Herren von Winzer der mächtigste und reichste Ritter war, ließ die Burg prächtig ausbauen. Im 19. Jahrhundert wurden die Reste der Burg als Steinbruch verwendet. Später wurde die Ruine von König Ludwig I. unter Denkmalschutz gestellt. Unsere Reise geht weiter zu Burg Natternberg. Geschichtserlebnis und einmalige Panoramaperspektiven lassen sich bei einem Ausflug nach Deckendorf verbinden.
Sagenumwoben erhebt sich mitten in der Donauebene der Natternberg mit seiner Burgruine. Der Berg bietet einen grandiosen Überblick weit hinaus in den Gäuboden sowie in den Bayerischen Wald. Dort reichen auch die Siedlungsspuren bis in die Jungsteinzeit und Bronzezeit zurück. Eine Sage schreibt die Entstehung des Natternbergs dem Teufel zu, der einen Felsbrocken vom Vulkan Vesuv heranschleppte, um ihn bei Deckendorf in die Donau zu werfen. Als er durch das Angelusläuten des berühmten Klosters Metten erschreckt wurde, soll er den Stein noch vor der Donau fallen lassen haben. Die Burg selbst, vor mehr als 850 Jahren erstmals erwähnt, war einst sogar Residenz des niederbayerischen Herzogs Heinrich des 15. Der Natternberg gilt deshalb auch als Geheimtipp, weil er am besten über Fußwege oder per Fahrrad erreichbar ist. Als besonderer Kraftort gilt der Vorplatz der Burgruine mit einer schönen Baumsitzbank und einem einmaligen Blick auf die Donau und Deckendorf. Eine besondere Einrichtung ist auch die Schlossklinik Rottenburg. Von der einstigen Weste Hetzkofen zur Schlossklinik, ein langer und sehr geschichtsträchtiger Weg. Circa 1420 wurde eine Wasserburg, damals Weste Hetzkofen, erstmals geschichtlich erwähnt. Von 1565 bis 1578 wurde die Weste zum Schloss unter Ritter Burkhard nothaft ausgebaut. Am 19. November 1948 erwarb der Landkreis Rottenburg das Schloss und stockte das Wasserschloss auf und baute es zu einem Krankenhaus mit 120 Planbetten um. Im Juni 1951 wurde das Zentralkrankenhaus Niederhatzkofen mit dem Schwerpunkt Chirurgie und Orthopädie dann eröffnet. 1955 kam die Abteilung für Innere Medizin dazu. 1983 wurde die stationäre Chirurgie endgültig stillgelegt und die Bettenzahl auf 90 Planbetten reduziert. 4 Jahre später wurde die Schlossklinik grundlegend saniert, in eine Klinik mit 66 Betten für innere Medizin umgebaut. Am 01.10.1994 wurde das voll renovierte Wasserschloss vom Krankenhaus Rottenburg zur Schlossklinik Rottenburg umgenannt. Gleichzeitig erfolgte die Zulassung als erste geriatrische Rehabilitationsklinik in Bayern mit 45 Planbetten. 20 Planbetten für die akutinternistische Abteilung wurden aber beibehalten. Im April 2018 wurde das medizinische Versorgungszentrum in der Schlossklinik Rottenburg dann eröffnet, das noch bis heute besteht. Thank you.
Das war's auch schon wieder mit dieser Folge quer durch Niederbayern. Bis zum nächsten Mal.